Alter, was geht ab, Leute? Hunger? So, Moment. Check mal, ob die Kamera läuft, also Screen Recorder. Okay, läuft. So. Mittagspause. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal bei dieser Arena. Genau. Mittagspause. Ich habe noch ein paar Minuten. Dachte ich mir, machen wir hier mal ein Keifel Raid. Neuer Dreier. Ihr wisst, es gibt ein paar neue Dreier. Neue Solo Raids. Ah, wo ist mein Kampfteam? Mache mein Beste gegen Eis. So. Ich muss auch ganz kurz heilen. Mache mal. Rosana gibt's. Keifel. Und noch irgendeiner, der mir gerade nicht einfällt. So. Aber Kampf ist gut. Mache mal einer der besten. Mache mal und Geobatz. Kann man eigentlich immer andauernd einsetzen. So. Auch ganz gut. Meinen täglichen Raid Pass verbrauchen. Jetzt, wo ich Vollzeit arbeite, ist es echt schwer. Zum Glück kann ich halt jeden Dreier auch noch mitnehmen. Weil manche schaffen nicht mal jeden Dreier. Dann ist echt leiden. Aber so. Mal schauen, wie die neuen Dreier so sind vom Schwierigkeitsgrad. Vulnona war ja krass. Ansonsten Sichlor, Polygon war schwach. Was gab es sonst noch so? Machomai gibt es immer noch. Simsala war schwer. Gengar. Okay. Und da gibt es glaube ich nur die 3-9 und Machomai. So. So, Countdown läuft. Beziehungsweise ist schon vorbei. Los geht's. Kampfbonus kriege ich auch noch, also nochmal ein bisschen extra leichter. Wetterbonus, aber naja, okay. Ich sehe schon. Keifel, kein Problem. Ja. So. Nach 50 Sekunden bei der Hälfte schon. Okay. Da waren 80 ungefähr, glaube ich. Dann haben wir den Down. Wir werden wahrscheinlich 3,5 verbrauchen, 3,5 machen wir es. So. Eure Meinung zu Keifel unten in die Kommentare. Ich weiß echt nicht, was Niantic sich dabei denkt. So. Genau bei 80, wie ich mir gedacht habe. Keine Ahnung, was 100% ist. Ihr wisst, er kriegt noch eine Weiterentwicklung. Ich brauche die Bonbons, Mann. Die Bonbons. So. Der kriegt keine Bälle. Fangtrick. Great. Okay. So. Okay. Noch nicht, zum Glück ist abgewogen. So. So, gehen wir für Great. Wird schon passen. Endlich. Keifel drin. IV-Check. Und das war's von einem der neuen 3er Solo Raids. So. Defense 15. So. Das war's mit dem Keifel Raid. Einer von den 3 neuen 3er Raids. War kein Problem. Ansonsten gibt's noch Rosana und Azumarill. Bin echt gespannt. Mal schauen. Die 3 sind jetzt nicht so top, aber einmal werde ich die auf jeden Fall machen. Und jetzt noch eine Box, so wie immer, wie in alten Zeiten. Ein 3er Solo Raid und eine Box. Mit der bin ich eigentlich echt spät dran.
Aber Februar hat nur 28 Tage. Das heißt, für diesen Monat noch. King's Loot, danke für die Box. Alle Infos unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box zu einem bestimmten Thema. Oh, das ist noch zu. So, also King's Loot überzeugt echt mit deren Verpackung. Das ist echt gut gemacht. So, bin gespannt. Ansonsten schreibt unten rein, ob ihr Keifel auch schon alleine geschafft habt. Und wie ihr, falls ihr es schon gemacht habt, Rosana und Azumarill findet. Ob die schwierig sind oder nicht. So, das ist die Anleitung, so wie immer. Die brauchen wir nicht. Wir wollen uns überraschen lassen. Oh, okay. So, erstmal eine Pop-Up-Figur. Was richtig geil ist. Wir haben schon ein paar coole Figuren bekommen. God of War. Leider nie gezockt. Wie immer, eure Meinung zu God of War unten in die Kommentare. Pop-Up-Figuren immer geil. Wir hatten jetzt schon Prinzessin Leia, Deadpool, Doctor Who und jetzt God of War. Die sind echt geil. Die sind echt Hammer. So, das habe ich gesehen. Black Panther. Tasse. Ich habe letztens schon mal ein T-Shirt bekommen von Black Panther. Da habe ich nach eurer Meinung gefragt zu dem Film. Und eine Menge meinten, der Film ist echt gut, den soll ich mir unbedingt anschauen. Was ich dann, mal schauen, wann ich Zeit habe, aber machen werde. Hier eine Tasse dazu. Okay. Aber nichts schlägt meine Attack on Titan Tasse. Muss aufpassen, weil da was zu trinken drin ist. Bam, Attack on Titan. So. Zwei coole Sachen. Läuft. Dann wie immer ein T-Shirt. Wir haben gerade... Oh! Yo! Kein Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Sonic featuring Dragon Ball oder was? Oder was soll das sein? Könnt ihr sehen, echt gut verpackt. Das kann man sogar wiederverwenden. Das behalte ich echt, Mann. Damit kann man schon noch ein paar Sachen verpacken. So, was ist das? Sonic X Dragon Ball, oder nicht? Was glaubt ihr ist das? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich glaube, das soll Sonic sein. Dragon Ball Super, demnächst aus. Letzte Folge im März. Haben wir noch ein Thor's Hammer Pin. Pins sind immer cool. Ich habe jetzt langsam eine kleine Sammlung aufgebaut. Saitama, beste. One Punch Man. Jetzt haben wir hier Thor's Hammer. Okay. Echt coole Sachen mit dabei. Also die gefällt mir echt sehr, sehr gut. Yo! Power Rangers. Ich habe als Kind früher Power Rangers geliebt. Sammelmünze, okay. Power Rangers. Der Film soll richtig schlecht sein. Aber Power Rangers, die Serie damals als Kind so hart gefeiert. Und ein Transformers Sattelüberzug. Ich fahre nicht so viel Fahrrad. Obwohl ich das mal anfangen sollte, weil da kriege ich mehr Hunderter, die so in der Nähe spawnen. Aber okay. Transformers Sattelüberzug. Und noch irgendwas von He-Man. So ein kleines Mini-Plakat. So, noch ein bisschen Werbung. Amiibo Special. Nur bis zum 10.3. 10 Figuren, ein Preis, nur so lange Vorrat reicht. Oi, der Mewtwo. Den müsste ich mir eigentlich gönnen, wegen meinem 100er Mewtwo. Den gönne ich mir vielleicht. Das ist geil. Attack on Titan. Und dann halt haben wir noch das hier. He-Man. Hier ist der Power. Alles klar. Das war's von der Box. Danke an King's Loot. Link unten in der Beschreibung. Ansonsten eure Meinung zu Keifel und allgemein eure Meinung zu den neuen Dreier Raids. Ich finde die halt extrem schlecht. Aber einmal muss ich alle besiegen. Einfach so für die Ehre. Mal schauen, wie die anderen zwei werden. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen mich so ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.